Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Two Worlds 2. In der letzten Folge wurden wir hier von diesem rüpelhaften Wachmann oder von der Stadtwache da ja nicht reingelassen. Er sagte, wir sollen mit Kommandant Valarin, glaube ich, sprechen, der sich in Cessna da befindet und gerade einen Mordfall untersucht. Und das werden wir jetzt auch machen. Ja, wir wollen ja schließlich nach Hatmandor, weil wir da einiges zu tun haben. So, ich weiß gar nicht, war. Ja, ich glaube, das war hier schon Cessna da. Das war ja gleich um die Ecke. Oh, haben wir nochmal einen Teleport. So, jetzt müssen wir erstmal den Kommandanten der Wache finden. Mordfall, gut. Wenn wir das mal hier aktivieren. Da ist er doch, oder? Guard Valarin. Du hast hoffentlich einen guten Grund. Ich suche Valerin von der Stadtwache. Kommandant der Stadtwache. Guard Valerin. Verzeihung, Kommandant. Ich habe eine lange Reise hinter mir. Eine dringende Familienangelegenheit führt mich nach Hatmandor. Aber man lässt mich nicht durch. Ich hoffe, es gibt auch Ausnahmen. Das wird leider nicht möglich sein. Zumindest im Moment nicht. Für meine Ermittlungen muss ich jeden kennen, der sich hier herumtreibt. Aber Moment. Neu in der Gegend? Lass mich raten. Du bist so eine Art Söldner, habe ich recht? Im Ruhestand, mehr oder weniger. Vielleicht ließe sich da was machen. Ärger suchst du ja scheinbar keinen. Wenn einer Ärger sucht, kommt er selten zu mir, um sich anzumelden. Die Wache hat einen Mordfall erwähnt. Es gibt drei davon. Sie alle sind innerhalb der letzten 2 Wochen passiert. Alle drei Opfer stehen in Verbindung mit einer Verbrecherbande, aber mehr konnte ich nicht rausfinden. Hatmandor ist zwar groß, aber meine Leute sind zu bekannt. Deshalb habe ich einen Informanten eingeschleust. Ich hätte ihn vor ein paar Tagen treffen sollen, aber er ist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen. Vielleicht machen nur seine Nerven nicht mehr mit. Oder er ist tot. Ich weiß nicht, wie ich rauskriegen soll, was los ist, ohne seine Tarnung auffliegen zu lassen. Viel zu riskant. Wo soll ich anfangen zu suchen? Er heißt Jared, lebt im östlichen Teil von Cessna da. Ziemlich am Rand. Ich würde erst mal da suchen. Und wenn ich ihn finde? Mach ein neues Treffen mit ihm aus, gleicher Ort, falls er noch am Leben ist, meine ich. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Dann sehen wir weiter. Gibt es irgendetwas, das ich über die Morde wissen sollte? Die Begleitumstände waren ungewöhnlich. Ein Toter wurde vor seinem eigenen Haus gefunden. Nicht, dass ihm jemand eine Träne nachweint. Er hieß Gnarl, hat damit geprahlt, die Veritatransporte zu überfallen. Nicht gerade eine Leuchte, dieser Kerl. Das zweite Opfer, Renville, steht in Verdacht, ein Hehler gewesen zu sein. Wir haben ihn in einem Ölfass gefunden, bei einer Razzia in einem Lagerhaus. Aber es kommt noch besser. Der bärtige Olk. Er wurde umgelegt, während er gerade eine Party gefeiert hat. 50 Gäste und keiner hat was gesehen. Ich könnte mich auch auf den Standpunkt stellen, was soll's, 3 Verbrecher weniger. Aber Mord ist Mord. Da kann ich mich nicht entspannt zurücklehnen. Am Ende gerät das Ganze außer Kontrolle. Jemand aus der Gegend hat einen verlassenen Turm erwähnt. Bist du nicht wegen einer Familienangelegenheit hier? Es hat mich nur interessiert. Der Herrscher persönlich soll einmal dort gewesen sein. Hör zu, ich war bisher mehr als entgegenkommend. Ein Einvernehmen, das wir sicher beide nicht gefährden wollen, oder? Ich sag dir das nur einmal. Bleib weg von dem Turm. Hört sich ja beinahe so an, als wäre der Turm verflucht. Lass es mich so ausdrücken. Die meisten vor dir hatten nicht so viel Glück, eine Warnung zu kriegen. Aber ich will mal nicht so sein. Wenn du lange genug lebst, wenn du mir hilfst und falls ich mich dazu erweichen lasse, dich in die Stadt zu lassen, dann red mit Basil in der Kneipe. Er erzählt viel, wenn der Tag lang ist.
Ich sollte wohl besser anfangen. Komm zu mir, wenn du was rausgefunden hast. Okay, finde Kommandant Valerines Informanten. Ja, geht sofort los. Kannst du das mal wieder runterstellen? Ich wollte eigentlich mit dem Händler hier reden. Oh, ein Humpen Bier. Ja, den kaufen wir natürlich. Schweinefleisch, ich glaube, den Rest haben wir alles. Von wo bin ich denn reingekommen? Ich bin hier schon wieder etwas orientierungslos. Neuen Ort gefunden, die Haken. Okay. Warum auch immer das so genannt wird. Einige Einwohner machen jetzt hier einen leicht asiatischen Eindruck, ne? Wenn man sich die vom Kleidungsstil her mal so anguckt. Ich meine, der sich da gerade am Zaun auspinkelt, der sieht schon so ein bisschen asiatisch aus. So, kommen wir hier rein? Nö. Was ist hier los? Auch verschlossen, okay. Ist auch noch eine Tür. Ist auch verschlossen. Ein Haufen abgeschlossener Türen hier auf der Rückseite. Das ist bestimmt kein Zufall hier mit diesen Dachbalken. Gut, mein Ziel soll sich ja auch da hinten irgendwo befinden. Genau hier. Ist hier ein Eingang, wo ich reinkomme? Natürlich nicht. Aber das muss das Haus hier sein. Jetzt muss ich bloß hier irgendwo wieder runterkommen. Tja, breche ich da jetzt ein oder nicht? Ich meine, mein Ziel scheint ja angeblich dazu zu liegen.
Ah. Okay. Oh, hier geht's noch hoch. Was fällt dir ein? Jetzt aber raus hier! Ja, sorry. Ich wusste ja nicht, dass hier einer ist. Ups. Gut, dann sind wir wahrscheinlich von der falschen Seite hier reingegangen, oder? Muss ich mal gucken. Ruhig näher. Unser Angebot wird euch überzeugen. Schaut euch nur um. Unser Angebot ist unschlagbar. Aber das muss der doch gewesen sein hier. Da ist einer gerannt. Ich schätze, ich hätte schlechte Chancen, lebend an dir vorbeizukommen. Was redest du da? Ich muss dich das einfach fragen. Wie hast du mich gefunden? Kommandant Valerin, er... Dieses Arschloch. Ich hab gewusst, er ist ein Drecksack, aber dass er... Jetzt reg dich ab. Valerin will nur, dass ich nachsehe, ob du nicht inzwischen hops gegangen bist. Wer, ich? Also gut. Du kannst ihm sagen, dass ich kündige. Dieser Wahnsinnige setzt mich auf Leute an, die total gefährliche und durchgeknallte Verbrecher sind. Sag ihm, er kann von mir aus selbst die Drecksarbeit machen, wenn er Mirage zur Strecke bringen will. Mirage? Was gibt's doch nicht? Valerin schickt mir einen blutigen Anfänger? Einen Turi auf Durchreise? Mirage ist der Boss einer der größten Banden hier in der Stadt. Wir, ich meine, sie, haben ihre Finger einfach überall drin. Und das heißt? Das heißt, wenn ich lebensmüde bin, brauche ich mich nur mit so einer Knalltüte, wie du eine bist, zu unterhalten. Oje. Ach du Scheiße. Du siehst mir ja fast aus wie eine Wache oder sowas. Bist du immer so ein winselnder Jammerlappen oder tust du nur so? So, Freundchen. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich mag auf dich vielleicht nicht den Eindruck eines rechtschaffenden Bürgers machen, aber es ist durchaus nicht so, dass ich mich wegen meiner ausgeprägten Abenteuerlust um diesen Scheißjob beworben habe. War es das Geld? Nein! Meine Mutter. Sie ist krank. Es gibt eine Mine hier in der Nähe. Verita-Kristalle. Je länger man ihnen ausgesetzt ist, sie sind einfach tödlich. Es gibt nur eine Behandlung, die wirkt. Nämlich die Kristalle selbst. Es ist verrückt, ich weiß. Ich hab's selbst nie ganz verstanden, aber die Leute von Gandua kontrollieren das gesamte Vorkommen von Verita. Ja, und Mirage kontrolliert den Schwarzmarkt. Das ist auch der Grund, warum alle schweigen. Wegsehen. Oder sich mal gefällig zeigen. Ja, weiß schon.
Valerin hat mir Hilfe zugesagt. Bis dahin helfe ich dir. Also, wie kann man an die Medizin rankommen, ohne Mirage zu bemühen? Es gibt ein Warenlager der Regierung im Westen von Chesnada. Dort heilen sie die Wachen, die in den Minen aufpassen. Du kriegst die Medizin. Es gibt einen Eingang im Erdgeschoss, aber der ist natürlich bewacht. Dann gibt es noch einen zweiten Eingang, eine Falltür im zweiten Stock. Ich glaube, selbst die Wachen wissen nichts davon. Tja, ich weiß nicht, was es ist, was du von Valerin willst, aber viel Glück dabei. Hat diese Krankheit deiner Mutter einen Namen? Der rote Tod. Nicht sehr einfallsreich, aber es sind schließlich nicht die Dichter, die daran verrecken, sondern die Minenarbeiter. Es fängt an mit einem trockenen Husten, später hustet man Blut und dann wird es erst richtig übel. Deine Mutter hat in den Minen gearbeitet? Das macht doch hier jeder, wenn er kein eigenes Geschäft hat oder einen reichen Ehemann beerbt. Alle anderen haben kaum eine Wahl. Wie kommt man an die Medizin? Witzbold, überhaupt nicht. Wenn du nicht entweder zur Stadtwache gehörst oder für Mirage arbeitest. Verita ist das wertvollste Mineral in ganz Antalor. Und die Regierung hält den Daumen drauf. Kannst du mir noch mehr über das Warenlager sagen? Ich würde dir raten, nach Einbruch der Dunkelheit hinzugehen. Dann gibt es weniger neugierige Blicke. Und falls sie dich schnappen, wir haben uns nie gesehen. Natürlich. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die sich gegen den Herrscher erheben, hier in Hatmandor. Du scheinst ja viel zu wissen und viele Leute zu kennen, also. Hey. Du läufst hier rum und fragst harmlose Bürger auf der Straße nach Sachen, für die sie aufgeknüpft werden können? Und da wir schon dabei sind, ich würde das nicht Valerin gegenüber erwähnen. Er jagt den Captain schon seit Monaten. Den Captain? Ja, so nennen sie den Anführer des Widerstandes. Die Leute sagen, er hat sein Lager irgendwo in den Bergen, aber nicht nur da. Wenn du unbedingt deine Nase in diese Sache stecken willst, dann red mal mit Basil. Er hat da so einen Laden in Hatmandor. Das Under the Influence. Du meinst, er wird mir helfen? Wer weiß. Wenn du es schaffst, ihn mal kurz zu unterbrechen, wenn er den Touristen seine Schauermärchen erzählt. Und ich sag dir nur eines. Sogar die Loyalität hat in Hatmandor ihren Preis. Denk an meine Worte. Werd ich. Wir reden später weiter. Ja, viel Glück. Okay, so. Gut, da schläft jetzt jemand. Jareds Mutter. Jared war doch oben. So, wir haben ein neues Ziel. Lass mal schnell auf der Karte gucken hier, wo das sein soll. Auch da außen. So. Da soll es eine Falltür im zweiten Stock geben. Haben die, oder hat der gesagt, aber ja, okay, das ist die Hütte, wo wir schon mal waren vorhin. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da oben raufkommen. Ist natürlich völlig unauffällig hier, ne? Also hier sehe ich keine Falltür.
Da ist eine Tür, aber ob die dazugehört, ich weiß nicht. Wenn ich da jetzt reingehe, komme ich ja so schnell nicht mehr hier hoch. Nee, da oben. Normales Schloss. Okay, so, wir sind drin. Mal sehen. Schauen wir mal. Flasche mit Wüstentau. Okay, das scheint die Medizin zu sein. Ich werde mich hier aber trotzdem noch weiter umgucken. Wenn wir schon mal da sind. Meine Güte. So, ich könnte ja jetzt den normalen Ausgang hier benutzen, ne? Oh, was ist denn da? Oh, wow, 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 wow. Okay, Jungs. Alles klar. Ich bin dann mal weg. Ich hoffe nur, das hat jetzt keine Auswirkungen. Keine negativen. Mal schauen, wenn ich jetzt ganz unauffällig an denen vorbeilaufe. Alles klar.
Ja, die sind schon aus einem anderen Kaliber hier. Das ist gut. Bastardschwert, ja, kein Wunder, dass die auch relativ viel Schaden gemacht haben. So, okay, ich habe die Medizin. Aber ich muss ja wieder auf die andere Seite rüber, ne? Ich hoffe nur, dass die mich jetzt hier nicht angreifen. Aber nö. Ist alles friedlich. Rüpel. Wir importieren aus den fernsten Regionen Antalors nur das Beste. So, ich hab die Medizin, mein Junge. Ah, du bist es. Und? Hast du sie? Hier hast du sie. Ich hoffe, es ist genug. Oh ja, es ist mehr als genug. Dann zeig dich auch großzügig. Der bärtige Ulk war ein Sklavenhändler. Aber ich weiß ganz sicher, dass er auf unserer Gehaltsliste stand. Genau wie die anderen. Könnte es nicht sein, dass Mirage selbst dahinter steckt? Nein. Mirage ist zwar ein Halsabschneider, aber seine ganze Organisation ist in Gefahr. Er hat in der ganzen Stadt seine Gorillas stehen, alles nur, um seine wichtigsten Kompagnons zu schützen. Nein. Es muss jemand von außen sein, jemand, der in die Organisation eindringt. Aber, der einzige Irre, dem ich das zutrauen würde, steht direkt vor mir. Danke. Dann kümmere dich mal hübsch um deine Mutter. Das werde ich. Und, wenn du Valerin siehst, dann sag ihm, er kann mich mal, ja? Okay, erstatte Valerin Bericht, das werden wir machen. Wir importieren aus den fernsten Regionen Antalors nur das Beste. Einmalige Gelegenheit, die beste Ware zum erschwinglichen Preis. Nur geschickt. Schaut euch nur um, unser Angebot ist un... Was hast du denn hier? Nur keine Scheu, schau dich in aller Ruhe um. Gibt es nur hochwertige Ware. Schließlich will man doch ein Leben lang Freude daran haben. Nicht so zögerlich. Bei mir. Unser Angebot ist unschlagbar. Tretet ruhig näher. Unser Angebot wird euch. Ach man, wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Beste Qualität für die kleine Geldbörse. Warum anderswo mehr bezahlen? Genau dich habe ich gesucht. Tatsächlich. Ich meine nicht dich persönlich, aber jemanden wie dich. Breite Schultern, Augen wie Stahl, bis an die Zähne bewaffnet. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der die Dinge anpackt. Einen Kerl, für den Angst ein Fremdwort ist. Jemanden, der... Komm auf den Punkt. Es geht um Geld und Ruhm. Na, hab ich dein Interesse geweckt? Erzähl weiter. Jeden Tag erlebe ich aufs Neue, dass Menschen ihnen vollkommen Fremde mit der Lösung der unmöglichsten Probleme beauftragen. Niemand stellt sich die Frage, ob die Beauftragten überhaupt qualifiziert sind. Das sind sie nämlich meistens nicht. Und nachdem auf die Gilden heutzutage auch kein Verlass mehr ist, jetzt, da auch die Magiergilde in Auflösung ist und die Bruderschaft so gut wie handlungsunfähig, die Leute wissen einfach nicht mehr, an wen sie sich wenden sollen. Deshalb meine Geschäftsidee. Helden auf Abruf. Söldner sind nicht gerade ein brandneues Konzept. Ja, aber wie viele Söldner kennst du persönlich?
Wie viele leben überhaupt noch? Mein Job ist es, sie zu finden. Männer wie dich. Umgekehrt finde ich die Aufträge für euch und hänge sie an diesem Brett aus. Ich mache die Beinarbeit und du erledigst den Auftrag. Wenn du fertig bist, kommst du zu mir und kriegst die Belohnung. Na, wie hört sich das an? Was springt für dich dabei raus? Nur eine kleine Vermittlergebühr, gerade genug, um meine Ausgaben zu decken. Aber die Franchise-Idee steckt ja erst in den Kinderschuhen. Wir werden reich. Reicher, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Du wirst sehen, das ist erst der Anfang. Ein Versuch ist es wert. Wunderbar. Du kannst auf der Stelle loslegen. Als mein erster, einziger Vertragspartner kannst du dir noch jeden Job auf dem Anschlagbrett aussuchen. Du musst dir nur eins merken. Wenn du einen Auftrag erledigt hast, komm zu mir, nicht zum Anschlagbrett. Okay. Gibt's denn hier neue Aufträge? Ja. Diebesgilde, Händlergilde. Okay. So. Was hast du rausgekriegt? Der bärtige Olk war ein Sklavenhändler, hat für Mirage gearbeitet. Die anderen Opfer sind auch Mirages Leute gewesen. Wenn er nicht dabei ist, seine eigene Organisation auseinanderzunehmen... Steckt jemand anderer dahinter? Ja, damit stehe ich wieder ganz am Anfang. Aber ich könnte deine Hilfe nochmal brauchen. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Worauf bist du aus? Geh nach Hartmandor. Im Under the Influence findest du Basil. Ihm gehört der Schuppen. Nicht gerade ein angenehmer Zeitgenosse. Gewinne sein Vertrauen. Tu ihm einen Gefallen, was weiß ich. Wenn du was rauskriegst, komm wieder her. Ich bezahle dich auch, wenn die Informationen was wert sind. Wer genau ist dieser Mirage? Einer der berüchtigsten Verbrecher in Hartmandor. Niemand hat ihn jemals persönlich getroffen, aber das macht ihn nicht weniger gefährlich. Gibt es etwas Neues über die Morde? Du weißt jetzt so viel wie ich. Aber dass Mirage so viele seiner eigenen Leute umbringt, scheint mir nicht plausibel. Wir haben noch nicht genug Informationen. Nicht genug, um jemanden zu verdächtigen. Erzähl mir mehr über Basil. Die meisten Spielhöllen in der Stadt gehören ihm. Ich bin mir sicher, dass er seine Finger nicht nur im legalen Glücksspiel hat. Aber ich konnte ihm nie was nachweisen. Dumm ist er nicht, aber er kriegt den Hals nicht voll. Schon möglich, dass er in alles Mögliche verwickelt ist. Das macht ihn vielleicht zum nächsten Opfer. Dann werde ich mal loslegen. Ich bin auf meinem Posten, dem Wachturm in Hartmandor. Da wirst du mich finden, wenn du was rausgekriegt hast. Gut. Yay, ein Stufenaufstieg. Dann werden wir die Punkte auch gleich mal verteilen hier. So, das kon... warum kann ich denn das jetzt? Habe ich schon... Oh, ich habe zwei Stufenaufstiege bekommen, tatsächlich. Ich kann nicht mitbekommen. So, jetzt haben wir das gemaxt hier. Dann können wir uns bei den nächsten Level-Ups um andere Parameter oder Skills Gedanken machen. Gut, wir sind in Hartmandor. Ich soll zu Basil. Beste Qualität für die kleine Geldbörse. Schaut nur her, alles, was das Herz begehrt. Neue Ware eingetroffen. Ah, ich wollte gerade sagen, das Geräusch kenne ich doch. So. Ihr braucht nicht weiter zu suchen. Bei mir seid ihr fündig geworden. Na, die beiden sehen ja auch sehr sympathisch aus hier, ne? Richtige Schlägertypen. So, wo ist er? Wohin des Weges, Wanderer? Verratet mir, was euch umtreibt und woher ihr kommt. Ich glaube, mir schwirrt der Schädel. Ihr scheint von nobler Gesinnung, Fremder.
Davon zeugt euer edles Antlitz, wie selbst euer vornehmes Gewand. Mir dünkt, ihr seid außer Wagnis und folgt dem Pfad des Ruhmes. Habt ihr vielleicht einen kleinen Schlag auf den Kopf bekommen? Ein Blick meiner alten Augen genügt zu erkennen, dass er es ist, der edle Ritter. Und schon drängt sich die Frage auf, ob seine Kraft nicht ohnegleichen sein Handeln jemals gebremst vom geringsten Zögern. Warum seht ihr nur aufgetrieben? Wo immer es euch auch hin verschlagen wird, einen Wanderer von edlerem Gemüt, wie ihr es seid, wird sich kaum finden. So sei es denn, dass ich eure Rückkunft jederzeit frohgemut erwarte, dessen fühlt euch versichert. Hey Leute, ich glaube, ich habe von dem Kerl gehört. Soll irgendeine Anspielung auf die englische Version sein, aber mehr haben sie mir nicht verraten. Locus Munduo. Wo immer es euch auch hin verschlagen. Hey Leute. Okay. Oh, was hat sie denn hier für glänzendes Haar? Wahnsinn. Die scheinen alle das gleiche Haarspray zu benutzen. Aber das war nicht Basil. Wir wollten Basil suchen. Hier vielleicht? Nee. Der Boss ist in seinem Büro. Geh einfach die Treppe rauf. Dann links und geradeaus. Dann nochmal die Treppe hoch. Du kannst es eigentlich nicht verfehlen. Okay. So unkompliziert klang die Wegbeschreibung jetzt aber nicht gerade. Sei gegrüßt, mein Freund. Schon mal in Erwägung gezogen, ein eigenes Haus hier in Hartmandor zu erwerben? Ja. Ehrlich gesagt nicht. Ein Kunde von mir hat erst kürzlich ein sehr nettes Anwesen erstanden, das nun zum Verkauf steht. Wunderschöne Räumlichkeiten, jede Menge Platz. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, um eine Familie zu gründen. Und welche Preislage muss ich mir vorstellen? Du machst das nicht zum ersten Mal, wie? Da will ich nicht lange fackeln. Sagen wir 70.000, ein einmaliges Angebot. Vergiss es. Moment, warte! Ein anderer Interessent hat mir 60.000 geboten, aber das war, ehrlich gesagt, ein ziemlich schräger Vogel. Wie wär's mit 50.000 und alle sind glücklich und zufrieden, hm? Diese Entscheidung muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Ganz wie du meinst. Wie heißt eigentlich der Kunde? Ein gewisser Lexington. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Ich vermittle nur diese Immobilie für ihn. Du hast ausreichend Platz angepriesen. Ja. Du scheinst so etwas wie ein Söldner zu sein. Sicher kommst du oft in den Besitz wertvoller Dinge. Nun, ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen in Hartmandor, wenn ich meine Sachen unterbringen wollte. Ich gehe dann. Noch viel Spaß. So, können wir bei dir hier noch was kaufen? Ja, Humpenbier. Ich hätte momentan ja auch nicht mal das Geld, um mir das Haus leisten zu können. Aber abgeneigt wäre ich jetzt nicht, also 29,14, ja, das ist, Mann, die Elfenstiefel sind auch nicht schlecht. Schützen aber auch leider nur vor, Stichwaffen, ne? Nee, der hat ja die Stärke hier gehabt, den wollten wir behalten. So.
Gut, die Stäbe werde ich nachher wieder auseinandernehmen und ja, das bisschen da oben werde ich auch zerlegen. Haben wir hier noch irgendjemanden, mit dem man reden kann? Nicht jetzt, Süßer. Aber komm doch später wieder vorbei. Was ist das? Wer zum Teufel bist du? Das spielt keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass ich weiß, wer du bist, Basil. Du musst neu sein in der Gegend. Offenbar hat dir noch keiner gesagt, wie ungesund es ist, das Maul zu weit aufzureißen. Man hat mir gesagt, es kommt nur darauf an, für die richtigen Leute zu arbeiten. Falls das sowas wie ein Vorstellungsgespräch gewesen sein soll, hätte ich vielleicht was für dich. Was verlangst du? Informationen. Über? Den Tower of Fangs, den Captain und zum Beispiel darüber, wer Mirages Leute umlegt. Das ist eine ziemlich lange Liste. Wer weiß, ob du die Mühe wert bist. Was soll ich tun? Es geht um ein Geschäft. Die Transaktion soll ohne Zwischenfälle verlaufen. Vereinbart wurde, dass mein Mann allein zum Treffpunkt kommt. Aber drücken wir es mal so aus. Ich weiß nicht, ob er der Sache gewachsen ist. Dir würde ich's eher zutrauen. Aber du bleibst im Hintergrund. Der Kunde darf dich nicht sehen, sonst bläst er womöglich alles ab. Wer ist der Kunde? Ein Mittelsmann von Lawrence Lexington. Das ist ein äußerst einflussreicher Geschäftsmann in New Ashes. Was nicht heißt, dass er vertrauenswürdig ist. Geh runter und sprich mit dem alten Jerske. Er ist der Mann, den du begleitest. Okay, gut. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.